Böckner. Schön, dass du da bist. Viel Spaß beim Vortrag. Vielen Dank. Geht das? Ja, okay. So, meine Damen und Herren, schwierige Situation. Letzter Referent. Und wenn ich von zu Hause wegfahre, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Wenn ich in der Schweiz ankomme, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Wenn ich morgens aufwache, weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Lassen Sie sich überraschen. Kann man es ein bisschen leiser stellen? Oder muss ich leiser sprechen? Ich werde Sie nicht langweilen. Es wird relativ spannend und umfangreich. Es geht einmal um die Abläufe in der Vergangenheit, was gelaufen ist und warum das so gelaufen ist. Dann geht es darum, wie man in die Zukunft blicken kann, aufgrund der Ergebnisse, Erkenntnisse, die wir haben, damit wir wissen, wie jeder Einzelne argumentieren kann, um in Zukunft auch die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Gesunde Lebensmittel sind das A und O. Und alles, was gemacht wird, wird eigentlich so gemacht, dass wir es auch verstehen müssen. Es kann nie eine Hexerei sein, das war mir von Anfang an klar. Und deshalb habe ich mich auch mit dem Thema beschäftigt und bin dann auf Dinge gestoßen, die ich so niemals hätte wissen wollen. Ich habe das Genehmigungsverfahren durchgelesen. Meine Tiere waren langlebige Tiere. Die Kunelge ist damals geehrt worden, 1997, für über 110.000 Kilo Milchleistung mit 14 Kälbern und 17 Lebensjahren. Das ist deshalb wichtig, weil die Novartis-Tochter Syngenta gesagt hat, er kann keine Kühe füttern, deshalb sind die Kühe gestorben. Zum Teil hatten sie recht, weil mit dem Futter kann man keine Kühe füttern. Ganz einfach. Das ist die Quintessenz daraus, die ich dann gewinnen durfte. Die Silomaisernte, das hat von der äußeren Erscheinung her mit gentechnisch veränderten Pflanzen super ausgesehen. BT-Mais war das Programm. Ein Bacillus thuringiensis, der in der Pflanze das eigene Insektengift bildet, damit die Pflanzen nicht von tierischen Schädlingen gefressen werden. Dem Maiszünsler. Und das hat sich in Praxis auch sehr gut angeschaut. Die Ernten waren super, die Kolben bis oben hin gefüllt. Und die Probleme sind dann eigentlich entstanden, wenn das Futter an die Tiere gekommen ist. Und das, obwohl es sich nach Aussagen der Konzerne um das bestgeprüfte Futtermittel, Lebensmittel handelt, das sicherste Produkt, das es überhaupt geben kann. Weil Bundessortenamt, Robert-Koch-Institut als Bundesgesundheitsamt und die Aufsichtsbehörden in den Ländern, Europäische Genehmigungsbehörde, alle ein Auge darauf haben, auf die Zulassungsverfahren. Was sich nachher herausgestellt hat, war etwas ganz anderes. Ich sage es deshalb, und es ist deshalb so wichtig, weil Sie in Zukunft mit derselben Argumentation wieder reinkommen werden durch die Hintertür und werden Ihnen etwas Neues präsentieren, was sicher ist, besser ist, in der Natur schon immer gegeben hat und deshalb nicht mehr geprüft werden braucht nach gentechnikrechtlicher Vorschrift. Die Tiere sind erkrankt, angefangen hat alles mit einem Kalziummangel aufgrund dessen, dass die Tiere sich im Blutkreislauf mit dem Toxin beschäftigt haben. Ursprünglich war der Ausgangslage so, dass die TU München gesagt hat, dieses Toxin, dieser Giftstoff, der in der Maispflanze ist, wird abgebaut im Siliervorgang innerhalb von 4 Stunden. Und damit ist das Thema BT erledigt. In Wirklichkeit war etwas anderes der Fall. Die Tiere haben hellrosa bis blassweiße Flotznasen bekommen. Unten ist das normale Bild rosa. Es gab Missbildungen im Bereich des Strichkanals, Verästelung, hier ist die Milch einfach rausgelaufen, war ein zweiter Strichkanal angelegt bei den Tieren. Das sind alles Auffälligkeiten, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Missbildungen am Kalb hier anwachsen, eine Blutblase im Nackenbereich. Alles Sachen, die ich so in meinem Betrieb vorher noch nicht kannte. Die Kuhweide von 4,7 Hektar musste gesperrt werden, nachdem wir festgestellt hatten, dass wir mit der Gülle das BT-Toxin wieder ausgebracht hatten, sich auf der Fläche Sporen gebildet haben von diesem BT-Toxin und dass wie ein Filzteppich über die ganze Fläche verbreitet waren.
Die Tiere haben mir es angezeigt, indem sie innerhalb von 24 Stunden nach der Futteraufnahme Durchfallerscheinungen bekommen haben. Und ich musste zwangsläufig die Futtermittel noch mal intensiver überprüfen, weil ganz offensichtlich etwas nicht gepasst hat. Das Ergebnis war, dass der Körnermais 24% weniger Aminosäuren beinhaltete. Beim Silomais waren es 8,8% gewichtete Aminosäuren. Das heißt, da war für mich klar in dem Moment, die Gleichwertigkeit, die immer proklamiert wurde, konventionelle Pflanzen zu gentechnisch veränderten Pflanzen sind gleichwertig, ist nicht gegeben. In dem Moment, wo die Aminosäuremuster abweichen, muss eine Neubewertung der Pflanzen anfangen, weil es eine andere Eiweißzusammensetzung in der Pflanze gibt. Und dabei handelt es sich letztendlich um toxisch wirkende Aminosäuren. Selbst nach anderthalb Jahren Lagerung haben die amtlichen Untersuchungsergebnisse ergeben, war das BT-Toxin noch vorhanden im vollen Umfang mit 8300 Nanogramm pro Kilogramm Frischmasse. Das heißt, das, was die TU München gemacht hat, innerhalb von 4 Wochen ist das BT-Toxin abgebaut, war auch nur eine Fake-Nummer. Die haben nämlich nicht nach dem eigentlichen Toxin geguckt, sondern die haben nach Molekülen geschaut. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass dieselben Proben, die bei mir gezogen wurden und untersucht wurden, einmal ins Labor gingen nach North Carolina zu Syngenta und dann auch in Deutschland untersucht wurden, parallel. In North Carolina hat man kein BT-Toxin gefunden im Syngenta-Labor. Ohne Unterschrift kam der Befund zurück und in Deutschland haben wir die volle Ladung nachgewiesen. Die Gespräche beim Robert-Koch-Institut hatte ich mir sehr leicht vorgestellt. Ich bin 2-mal in Berlin gewesen, habe gedacht, die Sensibilität ist schnell zu wecken. Dort wurde immer mehr gemauert, weil die Leute, mit denen ich zusammengesessen habe, letztendlich im Genehmigungsverfahren beteiligt waren und natürlich nicht im Nachhinein sagen konnten, wir haben Fehler gemacht. Also muss man auch sie auf die Fehler aufmerksam machen und draufstumpfen. Letztendlich haben sie gesagt, der Nachweis des BT-Toxins ist knapp oberhalb der Nachweisgrenze. Wenn man weiß, dass die Nachweisgrenze von 5.000 bis 10.000 Nanogramm pro Kilogramm Frischmasse geht und wir 8.300 Nanogramm nachgewiesen haben, weiß man, dass es an der oberen Nachweisgrenze liegt. Das heißt, die haben das verniedlicht, verheimlicht. Wenn BT-Toxin selbst keine negativen Auswirkungen hat, weil es wie Zucker ist, die Kuh das eigentlich braucht für den Stoffwechsel, hätte man auch sagen können, jawohl, der Nachweis ist geführt, aber das BT-Toxin ist eigentlich unschädlich. Das ist das, was in den Genehmigungsunterlagen drin ist, in den Antragsunterlagen so gefordert wurde. Und so wie die Antragsunterlagen von Novartis eingereicht wurden, beziehungsweise dem Vorgänger Ciba-Geigy, so sind sie auch von den Genehmigungsbehörden umgesetzt worden und durchgewunken worden, ohne dieses Toxin zu prüfen, weil das Toxin zugelassen ist im ökologischen Landbau. Im ökologischen Landbau liegt es allerdings in kristalliner Form vor. Dort wird es mit einer schwachen Säure inaktiviert, während es sich hier um ein aktives Toxin handelt. Die Wissenschaftlerin, die im Genehmigungsverfahren mit dabei war, von der ETH Zürich, Angelika Hilbeck, hat sich dann nochmal Forschungsgelder geben lassen, nachdem sie meine Präsentation gesehen hat und hat gesagt, wenn das mutagene Wirkung hat, handelt es sich um anderes Toxin als das, was wir untersucht haben. Und siehe da, aktives Toxin, sehr stabil, Abbau nicht möglich. Des Weiteren habe ich damals Milch untersuchen lassen auf die Roundup-Ready-Konstrukte aus dem Soja sowie aus dem BT-Mais, um zu sehen, gibt es diese Nachweise. Mein Standpunkt war von Anfang an immer, wenn wir diese Nachweise führen können, und die wurden geführt, wir haben hier das kurzkettige Roundup-Ready-Konstrukt gefunden, das sind alles Untersuchungsergebnisse aus meiner Sammelmilch und wir haben auch das kurzkettige BT-Konstrukt gefunden mit 190 Basenpaaren, dann müssen Lebensmittel, Rohstoffe, die daraus gewonnen wurden, gekennzeichnet werden. Daraufhin war nie im Interesse der Industrie, kam die Kennzeichnung ohne Gentechnik.
Mir wäre lieber gewesen, man hätte eine Kennzeichnung entwickelt, enthält gentechnisch veränderte Organismen und auch die entsprechenden Organismen aufgeführt, das heißt BT, Roundup Ready. Dann hätten wir die Diskussion von Schwellenwerten nicht gehabt. So haben wir die Diskussion 0,0 bei Saatgut, 0,3 bei Futtermittel, 0,3 bei unvermeidbaren Vermischungen in Lebensmitteln, 0,9% bei Futtermitteln. Das heißt, es gibt dann da so eine Grauzone, in der man sich bewegen kann. Das war nicht meine Idee, aber ohne Gentechnik ist besser als gar keine Kennzeichnung. Wir kommen jetzt zu den Todesfällen. Wir sehen hier die linke Kuh ist die Nelke, die letzte Tochter meiner geehrten Kuh, die war schon tot zu dem Zeitpunkt, und rechts die Kuh Lilie, die hat an dem Tag vor sich hingeschlummert. Und die hat mir gezeigt, wie sterben eigentlich meine Kühe. Alle Kühe sind von der Weide in den Stall gegangen, haben sich in die Box abgelegt, waren müde, erschöpft und sind in der Box eingeschlafen. Die sind nicht vom Blitz getroffen worden, die sind nicht blitzartig irgendwie umgefallen, haben vorher irgendwelche Symptome gezeigt, die sind in die Box gegangen und sind dann dort eingeschlafen. Beide Tiere in die Klinik gefahren an dem Morgen und habe gedacht, ich kann die Lilie noch retten, weil man hat die Hoffnung in die Veterinärklinik, in die Professoren, die dort arbeiten. Ich habe die Hoffnung immer gehabt, dass sie was rausfinden, dass sie wissen, wie es geht. Sie waren überfordert. In der Klinik wurde Infusion angelegt und der Professor sagt, Phase ums Eck rum in die Torfbox. Bis ich an der Torfbox war, war auch Lilie gestorben. Das Ganze stellt sich dann so dar und zieht sich eben dann durch den gesamten Bestand bis zum bitteren Ende. Und ab einem gewissen Zeitpunkt wissen Sie als Bauer, ich bin hier machtlos. Wenn Veterinärmediziner, Universitäten, Untersuchungsunternehmen, Futtermittelunternehmen, wenn dir die Futtermittelberater nicht helfen können, dann stehst du auf verlorenem Posten, und das war dann irgendwann bekannt. Und so hat hier meine Marilyn gekalbt und hat nur Blut aus dem Euter gegeben. Ich habe sie dann geparkt in der Abkalbebox auf Stroh wieder und habe gedacht, ich kann der sowieso nicht helfen, wir müssen gucken, was jetzt passiert. Und sie hat dann nach 3 Wochen das gesamte Drüsengewebe abgestoßen, weil eben dieses Toxin im Blutkreislauf war, im Lymphsystem war, im Drüsengewebe angereichert war und die Kuh sich gesagt hat, ich kann hier mit dem Zeug einfach nichts anfangen. Das sind Sachen, die gab es bei mir vorher noch nie. Die kamen nur zustande mit Hilfe des BT-Maises. Syngenta selbst bzw. Novartis hat 1996 schon einen Fütterungsversuch durchgeführt mit 4 Tieren über einen Zeitraum von 2 Wochen. In der ersten Woche ist die BT-Mais gefütterte Kuh mit Grünmais, 43 Kilo Grünmais, gestorben. 1 von 4. Und man hat dann den Versuch abgebrochen. Und ich hatte beim Robert-Koch-Institut nachgefragt 2002, weil mich das interessiert hat, wenn im Silomais BT-Toxin enthalten ist, ist im Grünmais noch mehr BT-Toxin enthalten. Wenn ich Aussagen haben will zum Fütterung mit BT-Mais und da sicher sein will, füttere ich meine Kühe mit Grünmais, und habe ich angefragt, ob es Grünmais-Ergebnisse gibt. RKI sagt, nein, es liegen uns keine Ergebnisse zur Verfütterung mit Grünmais vor. Würden sie uns vorliegen, hätten sie auch keine Auswirkungen auf das Zulassungsverfahren. Also wussten sie von den Fütterungsversuchen. Fütterungsversuche sind verschwiegen worden, sind in Schubladen verschwunden, und diese Fütterungsstudie ist mir 2009 in Paris überreicht worden von Professor Seralini. Alles hat mit dem Mais nichts zu tun. Syngenta hat damals Teilschaden bezahlt und hat dann gesagt, also sie haben 5 tote Kühe bezahlt, haben Milchleistungsverlust bezahlt, haben Ersatzfuttermittel bezahlt, haben Analysekosten bezahlt in Höhe von 43.000 Euro und haben dann gesagt, mit unserem Mais hat das nichts zu tun. Da ich, okay, dann werde ich halt mich mit BT-Mais beschäftigen, werde der Sache auf den Grund gehen, und war dann relativ beruhigt, dass sie selbst gesagt haben, sie stoppen die Gentechnikprojekte in Europa, weil sie bei Saatgut und Pflanzenschutz schon viel mit der Gentechnik experimentiert haben, sind oft gescheitert. Das sagt der Syngenta-Forschungschef David Lorenz. Das sagt nicht irgendjemand, und er sagt auch,
Traditionelle Züchtungsmethoden sind oft effektiver als Gentechnik. Und darauf müssen Sie sich immer wieder berufen. Da können Sie sich auch drauf berufen. Die wissen genau, was sie tun, und den Rest brauchen wir nicht. Und ich sage Ihnen, warum Sie sich darauf berufen können und warum das auch wichtig ist, dass Sie in Zukunft darauf ein Auge haben und das auch weitergeben. Sie können die Präsentation auch im Internet nachgucken und abladen, runterladen. Und wenn Fragen sind, können Sie sich bei mir auch melden. Es war dann so, dass die Beamten der Gentechnik-Genehmigungsbehörde also im Werbevideo für die Industrie Werbung gemacht haben, sehr frühzeitig. Das hat dann Report Mainz rausgefunden. 28.02.2005, das streitbare Korn. Und dieselben Leute, die im Werbevideo aufgetreten sind, mit denen habe ich mich unterhalten im Robert-Koch-Institut im Keller und habe versucht, die Sensibilität bei denen zu wecken. Verlorene Zeit. Aber ich habe es gesagt, keiner kann sagen, ich habe nicht alles unternommen. Diese Leute sind dann zugelassen, hat es Renate Künast damals als Verbraucherschutzministerin den Mais mit der Prämisse, Bündnis 90 Die Grüne, im Parteiprogramm keine Gentechnik. Gentechnik in der Landwirtschaft findet nicht statt, brauchen wir nicht. Feldbesetzer überall in Deutschland. Und dann lässt sie den Mais zu, weil sie dafür den Ausstieg aus der Kernenergie bekommen hat, im Kuhhandel mit der CDU. Das heißt, und sie hat gesagt, mit der Agrarlobby komme ich besser zurecht als mit der Atomlobby. Die sind einfacher zu handeln. Mit dieser Argumentation. Was ist passiert? Ich habe das gesamte genetische Tiermaterial verloren. Die Grassilage musste über eine Müllverbrennungsanlage entsorgt werden. Flächenkontamination hält an über 6 bis 7 Jahre. Der Abbau findet statt von dem BT-Toxin unter UV-Einstrahlung. In diesem Zeitraum, wenn das Toxin an der Oberfläche bleibt, oder Sie setzen eine scharfe Säure ein oder mit Alkohol, das sind die Möglichkeiten, oder eben hohen Temperaturen. Oder Sie warten 6 bis 7 Jahre. Alles sehr biologisch, alles sehr nachvollziehbar für einen Bauern. Wirtschaftlicher Totalschaden. Ich habe dann die Konsequenzen dem Verbraucherschutzministerium mitgeteilt 2008 und habe gesagt, dass also die Antragstellung für Prüfung und Genehmigung auf arzneimittelrechtlichen Kriterien beruhen soll, damit die Hürden relativ hoch gehängt werden. Das war 2008. Dass man einen Prüfpunktekatalog habe ich erstellt für gentechnisch veränderte Pflanzen, den man dann abarbeiten kann im Genehmigungsverfahren, wenn man sowas wirklich machen möchte. Zusätzliche Kontrolle der Genehmigungsbehörden. Die Leute, mit denen ich im RKI gesessen habe, sind dann auf Weisung von Künast aus dem RKI verschwunden und sind gelandet wo? In der EFSA, Europäische Genehmigungsbehörde für Lebensmittelsicherheit. Das heißt, Aufstieg nach oben durch Fehlverhalten. Klasse, genial. Ich habe auch weiterhin gefordert, die unbeschränkte Produkthaftung durch die Hersteller sowie alle Beteiligten im Genehmigungsverfahren. Das ist eine ganz wichtige Forderung, damit die wissen und sich auch dementsprechend überlegen, was sie da tun. Intensivierung der wissenschaftlichen Forschung war meine Intuition und meine Naivität. Und relevante Erkenntnisse transparent, verständlich der Öffentlichkeit zugänglich machen. Was ich dann erleben durfte, war, dass man parallel zu meinem Haftaufenthalt einen Fütterungsversuch gemacht hat in Grub und hat dort eben Tiere gefüttert mit konventioneller Maissilage und mit gentechnisch veränderter Maissilage aus dem Nachfolgeprodukt von Monsanto mit Mon 810. Und kommt zum Ergebnis, nach 25 Monaten, konventioneller Mais und gentechnisch veränderter Mais ist gleichwertig. Es gibt keine negativen Auswirkungen durch gentechnisch veränderte Produkte. Das ist die Studie der TU München auf 23 Seiten zusammengefasst mit Tabellen und bunten Bildern. Was verschwiegen wird, ist Folgendes. Man hat der gentechnisch veränderten Gruppe hier 41% Körnermais untergemischt in den Silomais. Der Körnermais enthält nur einen Bruchteil des BT-Giftes, was im Silomais ist, und hat damit die Konzentration des Giftes reduziert und hat dann eben trotzdem
50% der Milchkühe krankheitsbedingt ausgetauscht und durch Jungkühe ersetzt, die niemals mit gentechnisch verändertem Futter in Berührung kamen, und hat den Versuch weiter fortgeführt und kommt zum Ergebnis, es ist alles dasselbe. Das hat gemacht die TU München. Und hat die eben dann durch 18 Jungkühe ersetzt. Gentechnisch verändertes Soja wurde nicht gefüttert. Das BT-Konstrukt hat man nicht nachweisen können in der Milch, weil man erst ab 205 Basenpaaren geschaut hat. Ja, wenn Sie das 190 Basenpaar lange BT-Konstrukt suchen und fangen bei 205 an, ist das Raster zu groß, können Sie es nicht finden. Eine einfache Geschichte. Also kein Nachweis möglich. Und man hat insgesamt mehr als 3,5 Besamungen gebraucht, also fast 4 Besamungen, um ein Kalb zu gewinnen, und kommt trotzdem auf eine Zwischenkalbezeit von 388 Tagen. Und da ist es dann bei der Vorstellung der Ergebnisse wirklich zu blöd geworden, weil auch eine Fleckviehkuh trägt zwischen 283 und 285 Tagen. Es gibt eine Rastzeit von 60 Tagen, die eingehalten wurde nach den Aufzeichnungen, sind wir bei 345 Tagen. Und wenn Sie dann 4 Besamungen draufrechnen, sind das nochmal 4 Zyklen mit 84 Tagen. Da kommen Sie weit über 400 Tage Zwischenkalbezeit, und jeder Bauer, der Besamungsindex hat über 1,6, 1,9, fängt an nachzudenken, ob das Tier noch wirtschaftlich ist. Das heißt, absolut praxisferne Ergebnisse. Das Schlimme daran ist, eine Doktorandin hat darüber ihre Arbeit gemacht. Und ich habe ihr an Ort und Stelle gesagt, dass die Doktorarbeit ihr um die Ohren fliegt. Da war natürlich helles Entsetzen im Saal. Und ich wusste dann auch sehr schnell, wer die Mutter war. Und ich wusste auch, wer der Doktorvater war. Ich war bitter, bitter enttäuscht, mit welchen Tricks dort versucht wurde, etwas schön zu reden, was gar nicht schön zu reden geht. Und ich war heilfroh, dass ich 2009 im März bei dieser Veröffentlichung dabei sein konnte. Ich bin Ende 2007 im Oktober aus der Haft entlassen worden, habe dann meinen Betrieb wieder aufgeräumt, habe alle Fäden wieder zusammengezogen. Ich hätte es 2008 nicht geschafft, aber Gott wollte, dass es 2009 vorgestellt wird, und ich war so fit, dass ich wieder alles daran gesetzt habe, die Sachen aufzudröseln, und wurde dann seit der Zeit auch von den Russen angefragt zu Vorträgen und Veranstaltungen. Wenn man sich überlegt, dass der Milchharnstoffgehalt bei 252 Milligramm liegt pro Liter Milch zum Versuchsbeginn, und im Versuchszeitraum hat man das reduziert auf 180 Milligramm pro Liter, bedeutet das, dass man die Eiweißfütterung reduziert hat, um Nieren und Lebern zu schonen. Warum muss man Nieren und Lebern schonen? Damit die sich mit dem Gift beschäftigen können. Ganz einfach. Und wenn man sich dann überlegt, dass in der Praxis eben 260, 280 Milligramm gefüttert werden, die Eiweißfütterung stattfindet, kann man sich vorstellen, was mit den Hochleistungstieren passiert, die sowas zu fressen bekommen. Das Ganze ist noch schlimmer, weil der BT-Meister, der als BT-Meistern verfüttert wurde, wurde durch die Landkreise in Bayern gefahren, durch die Trocknungsanlagen, und wurde bei 600 bis 700 Grad Dampf erhitzt, getrocknet. Dadurch reduziert sich das Toxin auf um die 30%. Das heißt, man hat wirklich alles probiert, um den Toxingehalt zu reduzieren in der Futterration, und kommt trotzdem zu so miserablen Ergebnissen. Man kann die Kühe damit nicht füttern. Das ist der Punkt. 41% Körnermais hat man nur in der Transgen-Gruppe untergemischt. Dadurch gab es gravierende Unterschiede in den Versuchsgruppen und kein Vergleich möglich. Ich habe im Traunstein offene Türen im Landwirtschaftsamt, und dann sagt der Amtsleiter, also damals die Amtsleiterin, die Frau Dr. Kau noch, gehen Sie doch mal zu unserem Pflanzenbauer, dem Dr. Oehle, und erklären Sie mal den Fütterungsversuch. Bin ich da rein, der war dann da und sagte, ja, so und so. Alles gut. Herr Glöckner, das sind die Daten der Landesforschungsanstalt, und die sind halt so. Er sagt, Herr Dr. Oehle, haben Sie nicht mal das durchgelesen, mal geguckt, mal verglichen, was da passiert ist? Sag ich, die haben hier 41% Körnermais untergemischt. Ja, der ist ja bald vom Stuhl gefallen.
Ja, sagt er, dann ist das ja gar nicht vergleichbar. Ja, sag ich, Herr Dr. Oehler, merken Sie was? Was von der Landesanstalt für Forschung und Landwirtschaft zu halten ist? Vergessen Sie es. Knicken Sie es. Und seit der Zeit bin ich da willkommener Gast. Immer wenn ich in der Gegend bin, kann ich dort mich vorstellen und kurz Informationen geben über den neuesten Stand. Es hat sich natürlich dann Fragen ergeben, warum hat man den Körnermais untergemischt? Was passiert eigentlich mit dem BT-Toxin beim Erhitzen, auch im Abnahme auf die Aktivität? Warum hat man keine Untersuchung zur Kreislaufkontamination stattgefunden? Man wusste, dass das mit der Gülle ausgebracht wird. Man wusste, dass die Werte bei mir auf der Weide extrem hoch sind. Man hat mir empfohlen, die Weide zu sperren. Die Berater der Industrie haben gesagt, halten Sie Lamas oder Puten. Ja, sage ich, also was ich für Tierarten halte, das entscheide ich immer noch selber. Und das ist alles so im Zusammenhang mit Druckmitteln passiert. Das war also keine spaßige Zeit, weil man hat versucht, wie die Katze um den heißen Brei zu reden. Man hat keine Untersuchung gemacht zur Eingliederung des BT-Toxin-Gens ins Bakteriengenom, sowie in das tierische Zellgenom. Wir wissen, dass die neuen Informationen sehr aggressiv sind und in der Lage sind, sich in jede Zelle einzubauen. Das heißt, man hätte das alles schon untersuchen können. Keine Untersuchung auf Antikörper. Wie geht das Tier mit dem Giftstoff um? Nichts wurde gemacht. Was bedeutet dieser Versuch im Umgang mit dem BT-Mais? Ja, inwieweit sind eigentlich die Pflanzen gleichwertig zu konventionellen Pflanzen? Es gibt keine Gleichwertigkeit. Und das müssen Sie sich einfach mitnehmen, auch für die Zukunft. Und dann habe ich natürlich auch mir die Frage erlaubt, wo gibt es eigentlich Schnittmengen zu den Aussagen der Unternehmen, die in dem Bereich getätigt wurden, auch im Genehmigungsverfahren, im Antragsverfahren. Es gibt, die Schnittmengen sind sehr gering bzw. gar nicht vorhanden. Und ich war dann schon sehr froh. Sie müssen sich vorstellen, Monsanto hat das Geld in den Fütterungsversuch an der TU München gesteckt. Die Milchbauern haben Geld dazugegeben und haben dann eben das Ergebnis, dass alles dasselbe ist. Und für mich war es dann ganz schwer, da die Kurve zu kriegen. Dieser Versuch wurde in der Zusammenfassung natürlich dem Agrarausschuss vorgelegt. Ich habe es auf Phoenix beobachtet und dann haben die Abgeordneten gesagt, okay, was wollt ihr? Alles bestens, die TU München, renommiertes Institut, hat hier Fütterungsversuch gemacht und kommt zum Ergebnis, es ist alles dasselbe. Das heißt, die waren für die Verlängerung von 10 Jahren im Zulassungsverfahren. Und da habe ich natürlich daheim einen Aberglauben bekommen und war mir eigentlich sicher, du kriegst die Kurve nicht mehr. Ich hatte aber alle Informationen an die Bundeslandwirtschaftsministerin geschickt, auch damals an Seehofer geschickt, an Söder, an Aigner, an die Länderministerien, ans Regierungspräsidium, die für die Überwachung zuständig waren. Und als Aigner aus dem Badeurlaub zurückkam, Osterurlaub, hat sie am 14. April das Zeug verboten, Anbau- und Vertriebsverbot. Und das hat vor allen Gerichten Bestand bis heute nach wie vor. Darauf beruhen alle weitergehenden Gesetzgebungen. An dem Tag habe ich bei mir daheim eine Flasche Sekt aufgemacht. Das war für mich ein weiteres Highlight gewesen. Der Geschäftsführer von Monsanto Deutschland ist entlassen worden, genauso der von Syngenta. Alle genetischen Unternehmen sind zurück nach USA, North Carolina, und sie versuchen wiederzukommen. Deshalb stehe ich heute hier. Sie versuchen wiederzukommen durch die Hintertür. Forschungsgelder sind gestrichen worden, wir gehen durch veränderte Pflanzen. Standorte geschlossen worden. Und der geschasste Geschäftsführer Dr. Hans-Theo Jachmann von Syngenta sitzt seit der Zeit in der Taskforce zur Rettung von Glyphosat. Und ich habe ihm versprochen, dass es ihm nicht gelingen wird und es wird ihm nicht gelingen. Und dazu tragen Sie alle mit bei, dass es Ihnen nicht gelingen wird. Wir müssen uns überlegen, worüber sprechen wir jetzt. Gentechnik sollte nach Aussage von Monsanto 2020 gentechnisch veränderter Anbau zu 50% weltweit stattfinden. Das war die Zielsetzung. Und letztendlich sind es 12%, Tendenz rückläufig, weil die Bauern gentechnikfreies Futtermittel bestellen müssen. Müssen Verträge in den USA abgeschlossen werden mit gentechnikfreien Futtermitteln, Anbauflächen, weil der Verbraucher das möchte. Sie alle sind die Verbraucher. Es ist Ihre Macht
Und Sie haben es geschafft, dass damals die Volksabstimmung in der Schweiz der Schlüssel zum Erfolg war, dass gentechnisch veränderte Pflanzen in Europa keine Chance haben. Sie alle. Der Nestle-Chef hat 1997 gesagt, 2020 gibt es nichts anderes mehr. Gibt nur noch gentechnisch veränderte Pflanzen. Das war die Zielsetzung. Wo sie gelandet sind, wissen sie, und sie müssen sich weiterhin überlegen und wissen, und das muss jeder auch mit für sich heimnehmen. 50% der Weltagrarfläche werden von kleinen und mittelbäuerlichen Familienbetrieben bewirtschaftet. Und diese Betriebe sind es, die 80% der Weltbevölkerung ernähren. Es sind nicht die Agrarfabriken, es sind nicht die übergroßen Betriebe, es sind die mittelbäuerlichen und familiären Kleinbetriebe, die das machen. Und die Betriebe tragen zur Stabilität in der Region bei. Die anderen fahren durch. Die sehen, spritzen, ernten und fahren wieder heim. Das war's. Die bringen der Region nichts. Darauf ist zu achten. Es ist ganz wichtig gewesen, in Bayern darzustellen, wie ist der Ablauf gewesen. Die Verhandlungen mit Syngenta sind gescheitert. 2003. Erstes Angebot waren Mähdrescher, dann kamen Immobilien, hinterher Urlaub, Arbeitsplatz. Alles abgelehnt aus dem Bauch raus, dann kam die Strafanzeige meiner Ex-Frau, Vergewaltigung in der Ehe. Und gleichzeitig Strafanzeige beim Hauptzollamt, über 628.000 Euro. Und ich habe Vorträge und Veranstaltungen ab 2004 gehalten, da ich angefragt wurde, nachdem es in Spiegel und Report Mainz veröffentlicht wurde. Wir haben es angesprochen, Volksabstimmung gentechnikfreie Schweiz, 23.11.2005. Der Dank dafür war die Inhaftierung am 6. März 2006. Einfach weggebügelt. Die Zeit geht weiter. Kennzeichnung ohne Gentechnik kam im Herbst 2006. Das waren meine Erfolge aus der Haftanstalt raus, weil die Anke außen gehalten haben. Vorzeitige Haftentlassung als Tatleugner. Kein Eintrag im Beziehungszeugnis. Ich bin heute im Sicherheitsbereich am Flughafen Frankfurt-Rhein-Main tätig. Alles war eine Falschaussage. Mehrfache Zwangsversteigerung seit 2004 ist dann angedroht worden. 2007 ist angedroht worden. Ich habe dann Vollstreckungsgegenklage erstellt, habe die Fütterungsstudie entschlüsselt. Es gab das Anbau- und Vertriebsverbot am 14. April 2009. Parallel dazu Gespräche mit der russischen Delegation in Brüssel. Alle 6 Monate. Und dann letztendlich die Zwangsversteigerung wurde durchgeführt. Ich wurde zwangsgeräumt und zwangsenteignet am 19.11.2012. Ja, der Vollstreckungsbescheid des Hauptzollamts über die 628.000 Euro ist dann aufgehoben worden, als ich geräumt wurde. Genau an dem Tag hat die Sachbearbeiterin im Hauptzollamt das Schreiben fertig gemacht. Alle Vollstreckungen gegen Herrn Glöckner werden aufgehoben. Die gefändeten Vermögen ist dann im März, April erstattet worden, 2013. Ich bin dann eingeladen worden nach Moskau und nach Peking. 2013 und 2014, Russland ist gentechnikfrei und China schickt GVO-Schiffsladungen zurück, sind heute auf der Suche nach gentechnikfreier Ware in Europa. Das sind alles Sachen, die können sie nicht kaufen, die können sie nicht bestellen, die können sie sich nicht vorstellen. Es hat zwar meine innere Stimme gesagt, du musst nach Moskau und das ist viel einfacher. Und dann habe ich dementsprechend eben mein Ziel umgesetzt, die wissenschaftliche Publikation mit Seralini aufgrund meiner Untersuchungsergebnisse zum Zusammenhang und dem Tod meiner Milchkühe mit der Zunahme von gentechnisch verändertem Mais sind die Todesfälle auch zugenommen und gleichzeitig sind eben die Kalberaden zurückgegangen, die gepunktete Linie und der Gesundheitszustand der Herde hat sich verschlechtert, weil eben Nieren und Leber geschädigt waren. Das war zu erkennen. Wir kommen jetzt zum Genehmigungsverfahren von Roundup Ready Soja und Glyphosat. Diese Geschichte ist ganz wichtig, weil das Ganze zieht sich durch wie ein roter Faden. Roundup Ready Soja wurde gekocht bei 108 Grad über 10 Minuten im Genehmigungsverfahren.
Wieder kommt Temperatur ins Spiel. Man hat festgestellt, bei dem 10-minütigen Kochen werden die Trypsin-Inhibitoren nicht geknackt. Man hat es nochmal gekocht über 10 Minuten. Wieder wurden die Trypsin-Inhibitoren nicht geknackt. Giftstoffe waren auch enthalten. Dann hat man es im Genehmigungsverfahren gekocht bei 220 Grad. Und erst dann über den Zeitraum von 30 Minuten wurden diese Giftstoffe gebrochen, diese Proteine zerstört. Die sind sehr stabil. Von den 144 Aminosäuren hat man lediglich 16 analysiert und kommt zum Ergebnis, konventionelles Soja und genetisch verändertes Soja ist dasselbe. Sie können sich selbst vorstellen, was es bedeutet. In Praxis wird das Soja getoastet bei 70 Grad, fertig, Ende aus. Roundup Ready Soja wird somit illegal importiert. Es gibt eigentlich keine Genehmigung für Roundup Ready Soja. Auch ganz klare Aussage. Dann kommt jetzt 2017 die Geschichte mit Glyphosat. Interne E-Mails enthüllen, wie US-Konzerne Monsanto Risiken verschwieg und Studien manipulierte, um das Pflanzengift Glyphosat reinzuwischen, ob Pestizide mit dem Wirkstoff Krebs verursachen, wurde nie richtig getestet, musste auch nicht getestet werden. Ich sage Ihnen warum. Seralini hat den Versuch gemacht. Er hat hier Tomaten gepflanzt, hat hier die Kontrolle mit Null. Hier hat er nur Glyphosat angewendet, über einen Zeitraum von 0 bis 120 Stunden. Dann hat er drei verschiedene Roundup Ready Varianten, also das fertige Produkt genommen. Und hier hat er nur die Formulierungshilfsstoffe genommen, die in dem Roundup Ready drin sind. Und Sie sehen selbst, Glyphosat alleine hat keine herbizide Wirkung. Nehmen Sie das Roundup, das fertige Produkt, haben Sie die herbizide Wirkung. Nehmen Sie die Formulierungshilfsstoffe alleine, haben Sie die herbizide Wirkung. So, und jetzt kommen wir zum Genehmigungsverfahren. Der Wirkstoff von Roundup auf dem Kanister heißt 256 Gramm Glyphosat pro Liter. Glyphosat hat keine herbizide Wirkung. Das können Sie auf Arzneimittel verwenden, das können Sie auf Pflanzenschutzmittel verwenden. Das hat alles dasselbe Problem. Die Formulierungshilfsstoffe, Sie haben vorhin diese Beistoffe gesehen für die Pillen, damit Pillen gemacht werden. Die Wirkung kommt aus den Giftstoffen. Und interessanterweise, Glyphosat ist unproblematisch. Man hat es dann im Urin nachgewiesen, weil es natürlich im Bier ist, im Brot ist, im Wasser ist. Die Schweiz will sogar 3600-fache Glyphosatmenge im Wasser erlauben. Konnte ich nachlesen, ist mir dann hergegangen und hat gesagt, okay, pro Kilogramm Körpergewicht braucht der Körper 0,5 Milligramm Glyphosat. Man konnte es ja aus dem Körper nicht mehr rausnehmen, es ist ja nun mal jetzt drin. Und dann sagt man, okay, nicht schlimm, 0,5 Milligramm pro Kilogramm sind noch in Ordnung. Das ist die EFSA. Wenn Sie sich überlegen, wer in der EFSA sitzt, wissen Sie, warum das so ist. Das Problem ist, Roundup ist aktiv ab 0,1 Parts per Billion. Das heißt, ab 0,0001 Milligramm hat es Wirkung auf die menschliche Zelle. Wo Glyphosat ist, sind auch die Formulierungshilfsstoffe. Die Formulierungshilfsstoffe bestehen aus Schwermetallen, in erster Linie aus Arsen. Und wir fragen uns, wo die tumorbildende Eigenschaft herkommt. Die Frage stellt sich nicht. Ich wollte eigentlich nochmal zurückgehen, jetzt, damit die Bilder gemacht werden können. Man kann es aber auch im Internet dann nachlesen. Die Berchtesgadener Molkerei beschließt aufgrund dieser Tatsache, Glyphosat zu verbieten. Rote Karte für die Bauern, die es einsetzen.
am einen Tag und dann beschließen sie Verbot des Einsatzes von Glyphosat und aller Totalherbizide im milchviehhaltenden Betrieb. Wer sich dagegen wehrt, muss mit dem Ausschluss rechnen. Hier sehen wir, was der Wirkstoff ist. Glyphosat 360 Gramm pro Liter. Mit harschen Äußerungen kritisieren die Chefs von BASF und Bayer die Diskussion um Glyphosat. Das hilft alles nicht. Es gibt hunderte Klagen gegen Glyphosat. Heute sind es 8.400. Und jetzt haben wir das Problem, dass die Bilder nicht richtig dargestellt werden, weil ich den anderen PowerPoint hier drauf habe. Und das ist jetzt ungünstig. Herr Bayer-Boss sagt, er hat den Klage-Tsunami nicht auf sich zukommen sehen. Die Klage in den USA ist, das Gericht hat entschieden, dass der Hausmeister 298 Millionen US-Dollar zugesprochen bekommt, weil er an Krebs erkrankt ist. Und der Börsenwert der Aktie ist von 120 runtergefallen auf heute 73. Wo jetzt die Probleme liegen in Zukunft, ist CRISPR-Cas. Gentechnik war gestern, Smart Breeding kam dann, innerhalb einer Pflanze. Es ist die Frage, können wir noch weitermachen, weil es ist eigentlich jetzt die Hauptsache, die jetzt kommt. Danke. Gentechnik war gestern, dann kam Smart Breeding, das hat nicht funktioniert, das habe ich Ihnen aufgezeigt. Smart Breeding, Gentechnik innerhalb einer Art, wir machen das innerhalb einer Art, hat nicht funktioniert. Dann hat man gesagt, okay, alles funktioniert nicht, dann machen wir Genome Editing, CRISPR-Cas. CRISPR-Cas, neue Technologie mit dem Vorteil, das, was wir hier machen können, hat Emmanuel Charpentier, eine ganz liebe Persönlichkeit, herausgefunden, kommt in der Natur vor, gibt es schon immer, brauchen wir nicht unter das Gentechnikgesetz zu stellen und ist sicher. Können Sie sich erinnern, was vorher gesagt wurde? Ich glaube, es wiederholt sich alles. Deshalb glaube ich denen nichts. Die Möglichkeit, die sie haben mit der CRISPR-Schere, dass man mit Hilfe von Bakterien, ich erkläre diese Folie nicht, weil ich das nicht weiß, ob das stimmt. Es ist nur mal so abgedruckt. Mit Hilfe von Bakterien können Sie Viren inaktivieren. Das ist die Zielsetzung. Ich erkläre es Ihnen deshalb nicht, weil auf Grundlage dieser Folie alles sicher war und alles in Ordnung ist. Es wird gearbeitet an mehltauresistenten Weizen. Es wird gearbeitet an Reis. Es wird gearbeitet an trockenresistentem Mais. Es wird gearbeitet an stärkereichen Kartoffeln. Es wird gearbeitet an Raps mit CRISPR-Cas. Es wird gearbeitet an der Sojabohne mit höheren Ölgehalten. Da erwarten die Amerikaner eine Zulassung Ende 2018. Es wird gearbeitet am Arctic Apple, der nicht mehr braun wird. Sage ich, es gibt auch Zitrone zu den Befürwortern. Sagen die, nein, das ist eine schicke Sache, wir können das Enzym da rausnehmen, dann wird der Apfel nicht mehr braun. Apple to go, Obst to go, bleibt im Becher, wird nicht mehr braun, eine tolle Sache. Sage ich, es gibt auch Zitrone. Die hören mir gar nicht zu. Das ist eine ganz tolle, wichtige Sache, das muss man machen, weil andere Pflanzen- und Gemüsearten haben das Enzym auch nicht. Sage ich, die werden es auch nicht brauchen. Die haben eine andere Möglichkeit, sich zu schützen. Was ist daran so schlimm, wenn man weiß, der Apfel ist überlagert und fault vor sich hin? Ist doch eine tolle Sache. Das ist lebendig, das andere ist tot. Tomaten, die nach Tomaten wieder schmecken sollen, Orangen, die süßer sein sollen, Gurken, die besser schmecken sollen, alles im Bereich dieser Technologie, Weinreben, die mehltauresistent sind, Pilze, die nicht mehr braun werden. Es gibt diesen Screening-Effekt bei der Zitrone, möchte man weghaben. Es gibt hier die Erdnüsse, die keine Allergien mehr haben müssen. Und wenn Sie sich an die Diskussion erinnern, ist es alles dasselbe aus der Gentechnik heraus. Und dann ganz toll, es gibt hier die Malariafliege, die keine Malaria mehr überträgt. Und es gibt die Zika-Mücke, die eben auch keine Viren mehr überträgt. Daran wird gearbeitet. Deshalb bin ich dankbar, dass die SAG in der Schweiz gesagt hat, Verfahren müssen dem Gentechnikgesetz unterstellt werden.
Und das Thema ist eben, deshalb habe ich Ihnen das andere nicht erklärt, es ist eine fehleranfällige Technik, hat man herausgefunden. Das ist ganz aktuell, weil es zu falschen Schnitten kommt in der CRISPR-Genschere und man nicht weiß, was mit dem totgelegten DNA-Strang passiert. Deshalb ist es so wichtig, dass der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass diese Methoden mit molekular gezüchteten Saatgut eben wie in der EU künftig besonders streng reguliert werden müssen. Die wichtigsten Fragen und Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Das sind die wichtigen Sachen. Es darf doch nicht so weit kommen, dass man einem Landwirt mehr glaubt als einem Wissenschaftler. Das war die Annette Schavan, unsere Wissenschaftsministerin, die heute im Vatikan ist. Was ist gelaufen? Strafanzeige gegen meine Ex-Frau wegen Falschaussage vor Gericht, Steuererklärungen, die gefälscht waren, aufleben lassen einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Einbruch, Diebstahl, rechtswidrige Zwangsversteigerung mit Zwangsenteignung. Dr. Klaus Lambe war zuständig im Vitamin-A-Reisprojekt und hat gesagt, wir machen mit der Schadenssumme halbe halbe. Und als ich ablehnte, ging es dann los mit Strafanzeigen und dementsprechenden Forderungen. Alles gemacht, um mich zum Schweigen zu bringen. Auch die halbe Schadenssumme wäre damit ausgegangen, dass man gesagt hätte, aber jetzt ist Schluss, jetzt sagst du nichts mehr zu dem Thema PT-Mais. Hätte ich ein ruhiges, stilles Leben gehabt, ein langweiliges Leben, ist es so sehr viel abwechslungsreicher. So läuft es in Amerika ab und nicht nur in Amerika, sage ich vorsichtig, denn meine Anwälte haben auch ihr Fett weggebekommen und wurden dementsprechend bedient. Der Anwalt hier hat hingeschmissen nach der Scheidung meiner Ex-Frau und nach meiner Inhaftierung. Dann hat hier mein Strafverteidiger einen neuen Anwalt rausgesucht und der hat statt Gerichtstermine wahrzunehmen Golf gespielt und ließ sich zusätzlich von der Industriemafia gut bezahlen. Da können die den Geldsack ganz schön aufmachen, als er meine Schadensersatzklage gesehen hat. Und ich gehe davon aus, dass jeder genug davon bekommen hat. Es wird ihnen nicht langen, weil Geld macht nicht glücklich. Ich fühle mich eigentlich so wohler. Und zum Dank wurde der Hermann Josef Schmidt während meines Haftaufenthalts Amtsgerichtspräsident in Frankfurt am Main. Hermann Josef Schmidt hat mir den Dingeldei empfohlen. Eine Freundin von meiner Lebensgefährtin ist die Tochter von ihm. Und das ist die unabhängige Justiz in Hessen. Sie bekommen im Amtsgerichtsbezirk Frankfurt nie mehr Recht. Der hat hingeschmissen. Dann kam Thorsten Meissner, empfohlen von meinem Anwalt. Der hat die Akten gelesen, hat dafür gutes Geld bekommen, konnte nichts machen und ist jetzt beim Dingeldei eingezogen. Die haben jetzt eine Gemeinschaftspraxis mit Vater und Sohn in einem Haus. Das ist aktuell der Stand der Dinge. Das sind die ganzen Typen mit ihrer Tätigkeit. Das war mein Gesellschaftsrechtler. Alles im Rotarier-Club vertreten, gut bezahlter Informant, der die Informationen weitergegeben hat. Und da schließt sich der Kreis. Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Deshalb darf ich immer wieder kommen. Deshalb sehen mich immer wieder. Viele Menschen sind froh, dass sie mich sehen können. Ich hatte meinen Spaß in Moskau, in Peking. Das waren Riesenveranstaltungen. Heute sind wir hier. Agrogentechnikfreie Landkreise in Deutschland. 10 Jahre Bestand. Sind gegründet worden nach meiner Haftentlassung, weil die gemerkt haben, da ist mehr los. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir haben nachher noch eine Podiumsdiskussion, dann stehe ich noch für Fragen zur Verfügung. Zu jeder Zeit bin ich für Sie da. Sorry. Kein Problem, es war wichtig. Applaus ist es wert.